Hey Flock, was geht ab? Ich bin gerade unterwegs mit. Hey yo, mit Khalid. Mit Khalid. Jetzt wird's ab nach Braunschweig. Da haben wir ein paar Treffen. Und ja, wir nehmen euch heute mal mit. Perfekt! Hallo Junge! Was machen wir hier? Digga, du schwitzt voll, Alter. Das ist aber normal. Sieht, hier aus. Sieht so aus wie bei mir mein Regenjacke. Hast du schon? Und wie viele Leute hast du jetzt kennengelernt? Drei neue Leute. Was ich hab die noch nie in meinem Leben davor gesehen. Und wo hast du die Leute kennengelernt? Über Freunde. Und was sagst du zu den Leuten, die sagen, ich kenne keine Leute mehr oder ich weiß nicht, wie man Leute, neue Leute kennenlernt? Die haben sich selbst verloren. Wer gibt denen noch mal einen Tipps? Wie kann man neue Leute kennenlernen? Wer gibt denen noch mal einen Tipps? Mein Tipp. Wie kann man neue Leute kennenlernen? Einfach zu denen hingehen und ansprechen. Ja, aber manche schämen sich ja, neue Leute anzusprechen. Ja, ich auch. Ja, aber du machst es ja. Ja. Ja, und wie machst du das? Wenn du dich schämst, ich frage meine Freunde, ob die mir die vorstellen können. Und wenn die das nicht machen, dann spreche ich die auch erst gar nicht an. Ich muss mich jetzt aufs Fragen konzentrieren, deine Videos interessieren mich nicht. So, wir haben jetzt unsere Treffen in Braunschweig alle abgehakt. 5 Stück, ja eigentlich 4, einer hat abgesagt. Der hatte Magen-Darm. Jetzt geht's weiter nach Hannover. Ins Office 1.0 zu den anderen, die mal besuchen. Dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. So Leute, André ist jetzt gleich live um 20 Uhr. Wie spät ist es? 7.19 Uhr. Ah, okay, dann dauert das noch ein bisschen. Ja. Wir warten jetzt noch auf Yasin, denn der Yasin soll herkommen. Ich muss noch ins Fitnessstudio gleich losgehen, denn wir fahren am Wochenende nach Amsterdam. What the fuck? Was für ein komischer Vogel. Komm, Digga, wie lange willst du dich noch selber in der Kamera angucken? Ich hab keinen Bock hier auf den Mist. Jeden Tag dieselbe Scheiße, jeden Tag wirst du hier angeschwult. Komm, wer will das eigentlich? Du ziehst das doch mal nicht an. Halt die Klappe da hinten! Von der Ecke kommt er wieder angequatscht, Mann. Kommt er in der Richtung. Halt die Klappe, Mann, Destination. Ich komm gar nichts. Mann, du bist deutsch. Ja, nein. So, wir sind jetzt in Hannover angekommen. Rodin. Alter, wie kalt, Mann. Habt ihr jetzt was vor? Nein. Oh mein Gott! Mein Herz, Alter! Ja, mach das nie wieder! Oh mein Gott! Mein Herz, Alter! Mach das nie wieder! Tschüss! Hey, das ist doch viel! Aber das ist doch kein Ding! Herzlich willkommen im Office! Ja! Geil! Alter. Alles gut? Ja, jetzt nicht mehr, Alter. Was macht ihr da für eine Scheiße, Junge? Was hab ich hier drauf? Mach den Plan, mach ins Office. Bester Mann. Was machst du hier? So we are here, we are going to check it a bit out and let's see what happens. So guys, do you understand that everything that happens in our mind actually will take place in our life? It's no bullshit because I tested it myself. If you think it will not work, then you will give up. Everything that you think will happen. How you think about it will happen actually.
So I've talked to some people in the last time and they were really desperate. They didn't have the answer. They didn't know how to manage some situation. And I've helped them. But I helped them only because I was in that situation. So I helped them from experience. And they said, thank you very much. I didn't know that it was so easy. Who knew that is easy? Yes, it's easy when you have the answer. So if you are stuck, if you are in a situation, leave the shit ego outside. Don't be so proud. Leave the proud behind and ask for help. Go to people that already went through those situations, or people that you look at like some mentors, or people that you think they could help you, and ask. I say, okay, can you help me? Can you give me an answer? Have you been already in this situation? If yes, he can help you. He can save you a lot of time. Don't look for shortcuts on the internet on somebody else's feed, or just ask for help. It's really easy, guys. You only have one life. And every single time, every single second you waste trying to make it through the shortcuts, it's a waste of time. The only shortcut that you need is the discussion that you want to take, the action that you don't want to make. That is the shortcut. So let's change the world. In order to do that, you need to actually be ready to leave the proud behind. Proud, fear, and ego. This is it. Live it. Grow, guys, grow.